Und weiter geht's bei Fire Emblem Fates, aber ganz ehrlich Leute, ich mag das Kapitel nicht. Es streckt sich so wie ein alter Kaugummi und zwar ist ganz extreme, ist echt unschön. Aber hey, was willst du machen? Levitum mit dem Drachenstab mal übelst mächtig, dank dem hohen Stärke- und Magieanteil. Jo, macht halt alles so platt. Ist natürlich nicht gut, im Gegenteil, will eigentlich alles, die anderen ein bisschen trainieren, vor allem Case. Aber momentan eher ein bisschen doof. Du, da kommt ein Katana-Typi. Und wird gekillt. Gut, wenn natürlich Case ablocken kann, kriegt er auch Erfahrungspunkte, das ist natürlich schon schön. Sind wir uns einig? Was ich nicht sowas gerne gehabt hätte. Der Wind ist zurück. Wieder mal. Kann ich eigentlich ausnutzen, wenn der Wind schon mal hier ist, komme ich nachher hier hoch. Okay. Also ich hier, oder? Ja, schon mal da oben, okay. Problem ist mit denen hier, wie kriege ich die da rüber? Der Wind ist hier nicht. Ich kann die natürlich bewegen, okay. Thank you so very much. Jo. Wenn ich schon mal hier gehe, bin ich nachher da 5 Felder weiter oben. Problem ist, die sind nachher auch 5 Felder weiter oben. Das will ich natürlich noch nicht. Weil sind da bereits hier oben. Das ist mal ein bisschen zu weit oben. Ich weiß auch, wenn du es ein bisschen viel oben loben. Aber es ist leider die Wahrheit. So, gehen wir hier ein bisschen hier rüber. Keine Gegner in Sichtweite. Ja, ist auch alles ruhig. Wie sieht's aus, Case? Könntest du auch mal ein bisschen Schaden machen? Da doppelt sogar langsam. Ja, er kommt im Pfad, aber noch nicht so, wie er es gerne hätte. So. Gut, wir nehmen auch schon. Genau. Marco spricht Kauderwelsch. Werde auch schon mal weg. Die Frage, was mache ich hier, wa? Ja, fliegen kann ich immer leichter, das ist kein Problem. Critten mit 4%! Das ist auch selten. Du, ja, ich hab's gesehen, denn ich bin ein Seher. Ja, Kapitel heißt ja, also Missionsziel ist ja ein Turm besetzt von dem her. Nicht unbedingt alle platt machen, trainieren und so weiter. So, hoch mit dir, Michael und Case. Jo. Sind wir schon mal alle ein bisschen weiter, wa? Ein bisschen weiter, immer heiter, kommt bereits ein erster Stromstoß. Stromstoß, sage ich schon. Purgativ! Oh, da freut sich unsere Schreinjungfer. Was machen wir mit euch hier? Da kommt bereits ein erster Sturm. Der bringt uns nach unten. Wenn ich mit dem bitte nach unten switch, ist auch doof. Modern oder was? Der ist der Einzige, der angreifen würde mit so einer Eisenkeule. Lass mal das Schwert draußen. So, sie kommen hier zurück. Und wir können schön ablocken. Nochmal ganz kurz zur Truhe rüber. Dann machen wir es mit Michael und Case allein nach, warten den nächsten Wind ab und gehen direkt nach oben. Weil früher gab es sowieso erst, haben wir. Aha, 5 Felder wieder, wa? Scheiße. Ich muss echt aufpassen, jetzt würde ich zu nah rankommen. Ja, mit auch noch angreift. Schön geschwächt, schön geschwächt. Problem ist nur, für Case reicht trotzdem noch nicht. Dass auf die Gegner nicht trifft. Betrüht, die Gegner sind weg. Nö. Obwohl. 5 Felder. 1, 2, 3, 4, 5 wäre eigentlich doch hier. Also, gibt nicht großartig Sinn, warum es plötzlich anders sein sollte. Egal. Der macht 16 Damage.
Anna macht nur 2 Schaden. Nicht mal doppeln kann sie. Alter, der hat nur 4. Was ist denn das für ein schwacher Samurai? Also sprich 4 Geschwindigkeit mehr. Da ist er auch... Zum Heulen ist das, zum Heulen. Kein Wind nirgends. Muss ja nichts Schlechtes sein. Trotzdem gehe ich jetzt mal... Ja, Eisen-Yumi. Ich bin allergisch gegen die Dinger. Ist aber verständlich, war. Kann ich ja eventuell unterstützen, mit anderen kann ich sowieso nichts machen. Oder hier ein bisschen schwächen? Ja, direkt zumindest nicht, aber indirekt halt. Indirekter Schaden, das ist jetzt der neue Hit im Fire Emblem-Universum. Also indirekt, fast schon passiver Schaden. Die anderen killen. Macht 7 Schaden. Den nächsten Angriff blockt er ab. Jo, ist doch gar nicht mal so schlecht. Könnt ihr noch ein bisschen nachher mithelfen? Wir kriegen hoffentlich noch alle Einheiten durch, obwohl es echt ein bisschen doof aussieht hier. Kann eigentlich gegen den mit Käse etwas machen. Wenn halt, ja, wenn er geschwächt wird, geht das gut. Immer mal etwas. Erstmal den aus dem Weg räumen. Mit 100% Dragon Power. Wie stark aber meiner Drachenform bin, das ist kaum zu fassen. Nochmal einen Rundschlüssel erhalten. Okay, der letzte hat der Tsubaki. Soll ich schon mal, ich meine, ich habe keinen Wind in der Nähe, nix. Ich kann es ruhig riskieren, mal ein bisschen hier rumzuflattern. Okay, 0% blocken, das ist natürlich ein unnötiger Block jetzt. Egal. Ja, immer in der Case ein Level Up, also will mir wohl dran gar nichts. Okay, ja. Ja, doch, er kriegt das, was er braucht, von dem her stimmt's ja. Jetzt kommt der Scheißwind schon wieder. Der geht nach oben, ach du Scheiße, ich muss ja schnell weg. Ihr könnt aber nicht weg. Ernsthaft jetzt? Sollen wir direkt mal hochschicken lassen? Ich kann natürlich mit Tsubaki rüberfliegen. Oh ne, da sind so viele Truhen. Nee. Da ist da unten eine, da ist da oben eine. Komm immerhin bis dahin, war gut. War mal hier, trotz allem. Da geht nur ein Feld. Das ist doch doof. 5 Fälle nach unten wäre nachher hier, war. Also ein bisschen näher dran, glaube ich. Ja, ich gehe gerne mal ein bisschen da die Dinger durch, wie ich das machen könnte. Ein Tunschlüssel kann eigentlich echt mir geben. So. Ich werde dann noch ganz kurz heilen. Kann nicht schauen, wie wir wissen. Warte mal ganz kurz, wie weit kannst du? Ich kann bis dahin, war. Na ja, toll. Heilen kann ich so, aber nicht. Egal, ich habe Heilmittel. Ein bisschen weiter. Eine Truhe öffnen kann ja Käse, also von dem her ist alles in Ordnung. Thank you. No problem. Ja gut, so war es eigentlich geplant. Mehr oder weniger. Ein bisschen weit gerutscht, aber egal. Ne, es geht schon wieder nach oben. Ach du Scheiße, will natürlich nicht. Also bleiben wir mal hier und warte ab, was passiert. So, da sind 9 Typen. Denken wir mal ganz vorsichtig, wohlgemerkt vorsichtig. Der alle Einheiten bewegt, macht natürlich direkt jetzt, wa? Ja, wäre eine tolle Variante gewesen, weil ich
zuerst mit Asura oder Sakura. Sakura wäre es am besten gewesen, wa? Wenn ich erstmal den Wind aktivieren, hätte ich mit ihm hier direkt rüber gekonnt, weil der Wind bereits weg gewesen wäre. Wäre nicht. Das kann man so eine schlechte Idee, war, dass man Sakura hier lassen. Das Asura, einer von beiden. Jetzt eine bisschen bessere Chance, das Ganze zu timen. Oh, ein Ochsengeist. Tut mir doch ein bisschen mehr weh, als ich dachte. Oder treffen wir, oder? Ja, sorry, ich bin gerade irgendwie. Weiß auch nicht, ich bin ein bisschen zu imbar für das Spiel, wa? Was wirklich Schaden machen würde, das trifft mich irgendwie nicht und. Ja, eben, der Gegner geht sowieso nicht nach oben. Nach unten auch nicht, wenn er sich nicht bewegt. Ja, schön, warum auch nicht? Ich kann das mit Subakide machen, weil. Jo. Ochsenpower und so weiter waren. Ist hier unten eigentlich still? Also ruhig? Ah, ne, Moment, ich bin sowieso in der Nähe. Ja, direkt nach oben gehen. Ja. Passt, wa? Ich mal. Ich hab einen Turnschlüssel noch. Gut. Also erstmal den Plan machen. Subaki. Könnt ihr noch einer vom Endteam werden? Ist durchaus möglich. Ja, ja, ich lasse mich erst im Team. Macht sogar nochmal so schlecht. Einfach gleich einen anderen Sparken. Sag nur Hanna und Gunther zum Beispiel. Und Case, ne, der ist sowieso ein speziellerer Fall. Da habe ich wieder mal einen Zeitpunkt, wo ich mit. Kann ich mit Case auch hier etwas machen? Ja, toll, wenn er Schaden will, ja. 17 Damage. Geil. Geiz ist geil. Nee, nicht. Scheiße, wandern. Und. Dragon Rage Power finished. Was sagt die Zeit? Ein bisschen hinten hin, hinten her. Das eigentlich diesen, Erfolg noch klar kriegen. Okay. Ich komme hier rüber. Ist doch schon mal schön. Krieg viel Damage, das ist weniger schön. Warum ist jetzt einfach mal drauf ankommen lassen, wa? Maislanze so. Unterstützung, ihr ist momentan gerade ein bisschen einfach zum Zugucken. Klingt doof, ich weiß, aber ist leider so. Komm schon, Gunther, Maislanze muss auch mal kritten ab und zu. Geht doch. In your face. Und er kriegt jetzt schon wieder! Alter Gunther, was ist los mit dir? Er hat auch ein bisschen sauer und denkt sich, ja, scheiße, dann mach ich alles platt. Oh, es kommt Verstärkung. Ja, leg mich am Arsch. Also mich abhauen. Ist immer Gefährliches dabei? Nö, sind alles Ninjas. Klingt auch so wahr von wegen, oh, sind alles Ninjas, sind nicht gefährlich. Das sind nach oben. Gut, ist kein Problem für uns. Doppelkatana. Oh, da werde ich mich mal freuen. Auch das passt, wenn ich direkt hoch kann und bereits oben bin. Sehr gut. Eisen-Yumi. Da abfangen wir ja weniger Bock. Vielleicht jetzt schon mal hochschicken. Warum eigentlich nicht, wa? Achso, nein, ich dachte, ich hab falsch aktiviert. Ah, ne, geht doch beide. Ich dachte gerade, hä, aktiviere ich eigentlich nur einen oder wie? Aber ne, waren doch beide. Alle drei sogar. Schön, sind wir bereits hier oben. Ja, gut, trifft er mich auch mit dem Eisenschuriken. Mein Gott, also wenn das nicht überleben, weiß er nicht weiter. Ja, dann ist echt Polen offen. Da kommt sowieso nicht hin. Nachher ein bisschen schneller vorankommen. Sag ich ja, also ein Damage. Vielleicht liegt es auch ein Ring, dass die uns auch ein bisschen boostet. Usto! So! Der nächste Angriff wird geblockt. Nicht nur gerade wegen Training, dass das im Prinzip ja einfach mal Case machen könnte.
Weil wir wissen nie, wie es aussieht, wegen Crit und so weiter. Crit, sag ich schon. Ja, doch. 2% Crit. Er glaubt, hätte er gesagt nicht, aber du kannst mich gerne überraschen, Case. Wow. Triff nicht mal. Ist das geil oder ist das geil? Sprechen halt zuerst noch ein bisschen. Ja, so, da wird es vielleicht ein paar Züge dauern, dann würde ich jetzt echt mal die Gelegenheit nutzen und Case hier aktiv trainieren, wenn ich mal die Gelegenheit dazu habe. Da bringe ich nach unten, war. Unten ist doof, ich mag kein unten. Jetzt mir weg. Oh, bin ich doof. Ah, scheiße. Natürlich voll den Weg zugemacht. Das ist auch sehr intelligent. Mann, Michael, please. Bisschen mehr Concentration von deiner Seite war schon angebracht. Ein bisschen ausweichen. So. Oh oh. Nein, um Gottes Willen, sie darf nicht sterben. Alter, mir hat das kurz Herz ausgesetzt. Ganz ehrlich, das war wirklich. Für weniger als eine Sekunde wurde so. Herzschlag erweckt, nicht so. Nein! Panik! Dieser Scheißwind geht mir auf den Zeiger. Oh, Asura macht das nie wieder. Also willst du einen Herzkasper kriegen? Leck mich am Sake. Das war holy moly, holy doly. Was? Keine Ahnung, ich bin gerade irgendwie durch den Wind. So, erstmal hier heilen. Für den Fall der Fälle. So. Warte, weil ein bisschen da ist. Ja, Case, ich hätte gerne, dass du ihn killst. Please. Dankeschön, Case. 40 Punkte kriegt er. Kein Wunder, weil er nur Level 4 war. Naja. Gut. Ganz kurz mal nach oben. Asura, kannst du ihm mit dem was vorsingen? Und Asura kriegt ein Level up. Boah, man fragt mich ganz ernsthaft, kann Asura eigentlich wirklich definitiv sterben? Weil wir brauchen sie. Es ist Offenbarung, es ist ihr Spiel. Die kann er gar nicht abkratzen. Das ist irgendwie. Weiß auch nicht. Obwohl, ich will gerade einen Vergleich mit Dragon Ball bringen. Film gerade auch manchmal. Da ist der Goku auch schon abgekratzt. Doofer Vergleich also. Hm. Ich kann es überlegen, wie lange. Im Feld kann er sowieso nichts tun. Ja, ich weiß, er ist im Vorteil und so weiter und so fort. Aha. Wow, 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 wow. Noch 16, wie können wir das machen, Tsubaki? 18. Falls du triffst. 12, das kommt wirklich das gleiche hinaus. Muss trotzdem zusammen mit Tsubaki angreifen, also. Machen wir so. Ich habe mich ernsthaft, Freunde. Wann wird mir Gunther wohl abkratzen? Irgendwann muss es sein. Oder ich nehme ihn vorher raus und setze noch die Ersatzbank. Eins von beiden muss passieren. Das ist mir viel zu schwach. Level 7. Ja, das war doch ein nice Level Up. Ich glaube, mit ihm kann man da jetzt doch langsam was machen. Endlich mal, wa? Ah, da kommt schon der nächste Ninja. Oh, die werden natürlich immer stärker. Schönen Scheiß, aber ich hau ab. Tschüss, hab genug davon. Let's go. Let's go, buddies. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Erstmal Truhe plündern. Die letzte Truhe, Freunde! Sehr gut! Was hier passiert, ist weniger gut. Wie sieht es eigentlich genau aus? Kann ich gegen Ninjas eigentlich gut bestehen? Jetzt mal gucken hier. Oh, kein Problem. Machen wir es doch direkt mal so. Aha. Der Wind bringt ihn nach unten.
Gab uns zwei Felder an. Zwei Felder heilen, aber ob es auch genug ist? Ach komm. Das klappt schon. Level 5 für unsere junge Schreinjungfer. Ja, junge Jungfer, hm? Name ist Programm. Was machen wir mit euch zwei? Mal kurz hier belassen, wa? Jo, Leute, wollen sagen, wenn mal Zeit, ein paar zu beenden, wa? Ich weiß, ich bin kaum vorwärts gekommen, aber ich weiß nicht, wie es nachher. Mal ganz ehrlich, wenn es so ist, mit von wegen Fuga besiegen, Kapitel vorbei direkt, würde ich es jetzt sogar noch machen, aber. In der Katzen und so weiter, was noch alles passieren könnte, hä? Kann man da alles wissen? Da würde ich sagen, ist besser, wenn ich mal ein paar Tierbände und in der nächsten Folge, wenn wir sich mal das Fugerplatt machen, Kapitel beenden, vielleicht mit langer Katze, vielleicht auch weniger. Mal schauen und jo, mal gucken, ob bis dahin alle überlebt haben. Momentan sieht es gar nicht mal so schlecht aus, obwohl, ja gut, Subaki schlägt es auch gut, muss man zugeben. Rinka, Anfang ist halt immer eine Enttäuschung, das war aber schon auf Vermächtnis so. Case, wie ich den noch gut trainieren kann. Ich habe jetzt das Gefühl, das ist schwächer als bei Vermächtnis. Das war dort auf dem höheren Level. Ich meine, er ist erst Level 4. Da kann noch viel passieren, wenn man es mal so betrachtet. Ja, wir werden sehen, Leute. Mal ganz, ich würde sagen, ich habe einen Boost war durch mich selbst. Ja, gut. Also, Case ein Boost durch mich, von dem her geht es darum irgendwie auf. Ich mache es nochmal. Danke fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Fire Emblem Fates Offenbarung. Tschüssi.